Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne mal den Anime Hunter x Hunter mal präsentieren, denn die Death Note Review ist wirklich gut angekommen und da dachte ich mir mal, über diesen Anime etwas zu sagen und mich mal mehr auf das zu beschränken. Aber bevor ich etwas zu diesem Anime sage, erstmal das Intro. Fangen wir mal mit dem Hauptcharakter der Geschichte an, nämlich Gon Freeze. Ein ganz normaler Junge, der eines Tages ein Hunter sein möchte. Ein Hunter ist ein Hüter der Gerechtigkeit, der auf die Wildtiere aufpasst und Ordnung in der Menschenwelt sorgt und vor allen Dingen in der Menschenwelt einen sehr hohen Ruf haben. Doch dies ist nicht der Grund, warum Gon unbedingt ein Hunter sein möchte, sondern er möchte seinen Vater Jin Freeze kennenlernen, weil er ihn einfach bei seiner Tante abgegeben hat und ihn nicht erzogen hatte. Aber darauf ist Gon eigentlich nicht so böse, sage ich mal, sondern er möchte ihn einfach mal kennenlernen und als er sich dann auf den Weg machte, endlich ein Hunter zu werden, lernte er seine Freunde Kurapika und Leorio kennen, die unbedingt auch ein Hunter sein möchten. Bei Leorio ist es so, er musste eine schlimme Sache sich angucken, wie Kinder fast ermordet worden sind und kein Arzt der Welt sie retten konnte. Und da dachte er sich, jede Behandlung kostenlos zu übernehmen, um damit ein Hunter zu sein, um sehr viel Geld zu haben. Und bei Kurapika ist es so, sein Clan wurde ausgerottet und er ist der einzige Überlebende und möchte sich halt gerne an die Leute rächen, die das angetan haben. Kommen wir dann mal nun zu der letzten Person, nämlich Killua, ein Junge aus einer Attentäterfamilie, der auf den ersten Blick eigentlich sehr freundlich, süß, sage ich jetzt mal, und man ihn eigentlich gar nicht so stark einschätzt. Doch weil er auf eine Attentäterfamilie kommt, wird direkt schon am Anfang gezeigt, dass er gegen Gift immun ist, was natürlich für viele sehr, sehr kompliziert ist, mit ihm umzugehen, und er manchmal so einen Assassin- oder Killer-Modus hat, mit dem er einfach jeden umbringen kann. Und naja, das will ich euch gerne mal zeigen, damit ihr euch selbst mal ein paar Gedanken darüber machen könnt. Was aber nicht heißt, dass es in diesem Anime keine lustigen Szenen gibt. Eher im Gegenteil, in diesem Anime gibt es häufig lustige Szenen. Und vor allen Dingen, wenn sich Gon und Killua mal wieder in die Haare kriegen oder sie irgendeine Scheiße gebaut haben, die sie eher nicht machen sollten, glaubt man auch am Anfang, dass es ein typischer Shonen-Anime ist, weil man liest sich die Beschreibung durch und denkt sich, ah, das ist so ein typischer kindlicher Shonen-Anime, aber damit täuscht ihr euch selbst, denn dieser Anime hat eine so packende und so gute Story, die man sich einfach angucken muss. Und vor allen Dingen hat mir in diesem Anime auch sehr die Musik gefallen. Man hört sich die an und ist direkt mittendrin in diesem Abenteuer. Und deswegen gebe ich Hunter x Hunter 89 von 100 Punkten, weil er mir wirklich gefallen hat und ich sogar den Protagonisten und den Antagonisten super gut verstehen kann. Auch die Nebencharaktere und sonst die ganzen Charaktere, die in diesem Anime gezeigt worden sind, waren super gut gezeichnet. Und jeder war nicht so ein klischeehafter Anime-Typ, sondern hatte so einen eigenen, sag ich mal, so eine eigene Eigenschaft, die mir besonders gut gefallen hat. Und wenn ihr bis jetzt kein Anime habt und ihr einen guten Shonen-Anime sucht, rate ich euch, diesen Anime zu schauen. Ihr werdet nichts verpassen. So Leute, das war mein Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einer neuen Review. Bis bald. Ciao. Yeah.